Meine Arbeitsweise ist sehr von der Ida Rolf geprägt. Jetzt hoffentlich laufen Sie jetzt nicht davon, wenn ich Ihnen sage, dass ich gar kein Physiotherapeut bin. Ich bin damals vor 38 Jahren, nachdem ich 2 Jahre lang zur Aufnahmeprüfung nicht zugelassen wurde am Wolf-Institut, weil ich kein Physiotherapeut und kein Arzt war, sondern promovierter Philosoph und studierter Musiker mit einem frühen Stipendium am Mozart-Konservatorium als Geiger. Das heißt, ich wusste zwar, was ich mit meinen Händen mache, aber ich war weder Orthopäde noch Physiotherapeut. Und nach 2 Jahren Wartezeit, die Ida Rolf ist leider gestorben, während ich im Flugzeug war, um die Ausbildung zu beginnen. Nach diesen 2 Jahren Wartezeit, man musste damals eine anatomische Zulassungsarbeit schreiben, sehr umfangreich. Damals war das noch ganz streng und außerdem sollte man noch Leichen sezieren. Das habe ich damals auch nicht gemacht. Das habe ich dann später nachgeholt, jahrelang beim Professor Breul hier an der Uni. Und als ich dann nach 2 Jahren drüben war, dann hatte ich so eine Zulassungsarbeit geschrieben über die anatomischen Grundlagen des Klavierspiels. Und das Zulassungskomitee war so beeindruckt, dass sie gesagt haben, den Deutschen müssen wir unbedingt jetzt endlich reinlassen. Sie wussten nicht, dass ich damals eine Lebensgefährtin hatte, die das beste Anatomieexamen aller bayerischen Studenten geschrieben hatte in ihrem Medizinstudium. Und die hat mir geholfen bei meiner Zulassungsarbeit. Aber ich wusste ein bisschen was über das Klavierspielen. Und so bin ich eigentlich über Umwege zu dieser Zunft gekommen, die ja eigentlich die ihre ist und nicht die meine. Und habe damals vor 38 Jahren als einer der 3 ersten Europäer an dem Institut von der Ida Rolf gelernt, wie man Faszien behandelt. Damals waren wir fast die Einzigen. Heute gibt es also einen Boom, wenn ich also bei Amazon aufschlage. Ich bin ganz gerührt. Manchmal bleibt mir die Luft weg, manchmal graust man sogar, was alles über Faszien geschrieben wird und was alles für Faszien verkauft wird. Also darüber will ich jetzt nicht reden. Ich kann nur über das reden, wovon ich ein bisschen was verstehe. Das ist die Art und Weise, die Konzepte, die Ida Rolf entwickelt hat für die Behandlung von Faszien und dann noch mein ganz bedeutender Lehrmeister, der Jean-Pierre Barral, der berühmte französische Osteopath, bei dem ich ziemlich genau 25 Jahre lang in die Lehre gegangen bin. Eins zu eins. Nicht in seiner Osteopathieschule, sondern allein mit ihm im stillen Kämmerlein und 3, 4 Kurse pro Jahr über 25 Jahre und dann später als sein Assistent in diesen Kursen. Was dabei eigentümlich ist, dass auf den ersten Blick die beiden Methoden und Ansätze, die sich sehr auf Faszien richten, große Gegensätze sind. Die Ida Rolf ist ein sehr, sehr handwerkliches, sehr klares Konzept, was sie entwickelt hat, das sich vor allem an den Muskelfaszien orientiert, was aber, worauf sie immer wieder hingewiesen hat, sie schon wusste, dass es auch Einflüsse auf tiefere Strukturen hat, auf das Bindegewebe der Beckenorgane beispielsweise. Also diese ganzen Tonusgeschichten um den Beckenboden rum. Und da gab es den Amerikaner namens Kegel, hieß der. Der hatte das erste Übungsbuch, glaube ich, entwickelt. Und mit dem war sie auch in Verbindung und hat da zusammengearbeitet. Jetzt, das ist eine Sache, die Arbeit von der Ida Rolf, die ich immer noch als revolutionär betrachte und als die grundlegende Arbeit, wenn es um die Behandlung von Muskelfaszien geht. Die meisten Sachen, die heute angeboten werden in Fortbildungen, sind oft durchaus wertvolle, aber in meiner Sicht vereinfachte Kopieversuche dessen, was die Ida Rolf unterrichtet hat. Was ich damit vereinfacht meine, ist, dass ich will jetzt nicht irgendjemand schlecht machen, aber das eigentliche System von der Ida Rolf ist deshalb so komplex, weil sie nicht davon ausgeht, dass wir nur einfach in den Faszien Spannungen, die zu hoch sind, vermindern sollten. Sondern sie sagt, wir sollten die Form des Körpers so verändern, dass die Schwerkraft den Körper nicht mehr komprimiert, sondern die Faszien dazu beitragen, dass das körperliche Gleichgewicht in allen inneren Bereichen, ob es Organfunktion ist, ob es Gelenkfunktion ist, im muskuloskeletalen System, dass alles in der Funktion ein bisschen verbessert werden kann. Und es ist natürlich ein sehr hoher Anspruch und eine sehr komplexe Perspektive zu sagen, der hat viel Spannung in der unteren Lendenwirbelsäule, gehen wir da mit dem Ellbogen ein paar Mal rauf und runter und produzieren ein paar blaue Flecken. Das ist eine große Versuchung, das zu machen. Nur ob der, wenn er aufsteht, tatsächlich als Gesamtorganismus besser dasteht, ist die große Frage. Und die große Herausforderung, was also Ida Rolf mit ihrem Konzept,
an uns alle, die wir mit dem Körper arbeiten, gebracht hat, mit der Idee der strukturellen Integration, ist die, dass ich sage, wir wollen das Fasziensystem nicht nur so positiv beeinflussen, dass einzelne Abschnitte, die zu viel Spannung haben, weniger Spannung haben, sondern wir wollen das System so beeinflussen, dass die inneren Drucksysteme, beispielsweise innerer Bauchfellraum, unterer Peritonealraum und der Raum unterhalb des Bauchfells, dass diese Drucksysteme, die Innenräume des Körpers, dass die in ein besseres hydrostatisches Gleichgewicht kommen. Ist ein bisschen abstrakt, aber es geht nicht einfacher. Also, ganz anders ist der Ansatz von meinem großen Lehrmeister Jean-Pierre Barral, der nicht so stark an der Grobstruktur der Muskelfaszien angesetzt hat, sondern der zunächst ja bekannt wurde gegen große Widerstände innerhalb der Osteopathie. Diese Widerstände haben fast 16 Jahre angedauert. Hat er angefangen zu beobachten, dass zum Beispiel Veränderungen an der Wirbelsäule, zum Beispiel an der Halswirbelsäule, wenig mit dem Muskel-Skelett-System zu tun haben, sondern mit Dysfunktionen der Organe in Verbindung stehen. Da ist er zufällig darauf gekommen, er war lange Zeit Physiotherapeut vor seiner Osteopathielehre in dem Hôpital de la Tronc in Grenoble. Das ist übrigens das Krankenhaus, wo der Schumacher drin war nach seinem Unfall. Und dort gab es einen genialen Chirurgen, der immer davon besessen war, dass er sofort nach schweren Erkrankungen geschaut hat, dass man in der Sektion genau nachgeschaut hat, was die wirklichen Krankheitsursachen bei unklaren Fällen waren. Und der Barral hatte diese Patienten, viele kamen aus Nordafrika, hatte schwere Erkrankungen und viele sind totkrank dahingekommen, sind in der Klinik verstorben. Und der Barral hat diese Leute auf dem Weg zum Sterben als Physiotherapeut begleitet und kannte von seinen Händen her den Zustand der Halswirbelsäule und so weiter. Und dann war er immer bei den Sektionen dabei mit dem Chirurgen nachher. Und dann fiel ihm eines Tages auf, dass zum Beispiel jemand, der immense Probleme immer auf der rechten Seite der Halswirbelsäule hatte, die ganzen Facettengelenke nur rechts, alle zu, beginnende Arthrose. Dann schauen Sie nach und sehen, das war ein Tuberkulosepatient, der große Kavernen in der rechten Lunge hatte. Durch die offenbar über die Aufhängung der Lunge, das muss da drüber, über die Aufhängung der Lunge, schauen wir mal, ob das wieder was wird. Sie wissen vielleicht von der mittleren Scalenusgruppe, das sind diese für die Atmung so wichtigen tiefen Muskeln. Da geht ja eine Abzweigung der Faszie nach innen und verbindet sich mit der endothorakalen Faszie. Und damit werden unter anderem neben dem Adhäsionseffekt des Druckgeschehens da oben, werden die Lungen nach oben gehalten, sonst würden die durch den Zwerchfellschub nach unten zusammensacken. Und offenbar übertragen sich Spannungsverhältnisse, die innerhalb der Lunge vorhanden sind, über diese Aufhängung auf die Halswirbelsäule. Der Schluss von Barral war, was machen wir, wenn wir die Halswirbelsäule mobilisieren, wenn die eigentlichen Spannungsverhältnisse, die für die degenerative Veränderung verantwortlich sind, unten von den Lungen herkommen. Das war sein erster Schritt, um zu sagen, wir behandeln die Organe mit den Händen, so wie Sie als Physiotherapeut bisher Muskeln und andere Teile des Körpers behandelt haben. Ist natürlich leicht gesagt, wie wollen wir es behandeln? Er hat dafür eine ziemlich genaue Theorie entwickelt. Und zwar hat er beobachtet, dass alle Organe, also auch im unteren Bauchraum und Beckenraum, mit der Aktivität des Zwerchfells wie Planeten eine bestimmte Bewegungsbahn durchlaufen müssen. Also wenn wir jetzt einatmen, das Zwerchfell kontrahiert sich vor allem seitlich, mit dem hauptmuskulären Faseranteil hat das Zwerchfell seitlich, die Zentralsehne bleibt einigermaßen stehen in der Mitte, es entsteht ein Schub nach unten und während beim Einatmen sich meine Rippen nach oben drehen und auf die Wirbelsäule zubewegen und beim Ausatmen wieder zurück, also diese Bewegung nach oben, die Lungen sich füllen, macht der Magen und die Leber genau eine entgegengesetzte Richtung und kippen auf den Bauchnabel zu und wieder zurück. Noch klarer ist es bei den Nieren, vor allem, wenn man es da so schön am Ultraschall nachschauen kann, wenn man beim Ein- und Ausatmen, bei tiefer Bauchatmung am Ultraschall, wenn man einigermaßen geschickt den Schallkopf handhabt, nachschaut, sieht man, dass die Niere
bei einem Menschen meiner Größe vielleicht so 6 cm beim Einatmen runtergeht, 6 cm rauf, 6 cm entlang dem Psoas und entlang der Psoasmasse. Bei großen kann es bis zu 10, 12 cm sein, bei Leuten sehr groß sind. Was nur der Baral beobachtet hat, ist, dass zum Beispiel, wenn die Niere, also das ist nicht so einfach, wie ich gesagt habe, aber die Niere macht eine komplexe Bewegung. Wenn ich das, also zum Beispiel das jetzt hier, meine Niere wie rechts, dann gleitet die entlang dem Psoas beim Einatmen nach unten, rotiert nach außen und kippt nach vorne. Das ist eine komplizierte räumliche Bewegung und macht sie wieder zurück, wenn sie frei ist. Wenn die Niere sich jetzt zum Beispiel, was häufig passiert, wenn Leute eine drastische Diät machen, 4 Wochen nichts essen, das Nierenfett ist weg, dann wird die Niere sehr empfänglich dafür, dass sie zum Beispiel, wenn man plötzlich auf den Po fällt, kriegt den Stoß nach unten, verhängt sich in dem bisschen Nierenfett, was noch da ist, in der Außenrotation unten. Da kann man am Ultraschall wunderbar nachschauen, wie die eine Niere sich wunderbar rauf und runter bewegt. Man kann es messen, man kann sogar einen Film machen. Ich habe glücklicherweise einen Internisten, der in derselben Praxis, da wo ich arbeite, ist, sodass ich das immer nachschauen kann, vor und nach der Behandlung. Und auch 4 Wochen vorher, 4 Monate nachher nachschauen, ist das Behandlungsresultat wirklich dauerhaft. Das Eigentliche ist tatsächlich, dass dieser, ich nenne das immer der Nierenmotor, wenn man an zum Beispiel akute Lumbalgien denkt, wenn man an irgendwelche Sachen, dass man immer erst nachtesten sollte, gleitet die Niere in ihrer Faszie. Die Faszie, denn ist eine Sonderfaszie. Die sind vom 12. Thorakalwirbel so wie 2 Tüten, die nach unten verlaufen in der Leistengegend, die nach innen hin offen sind. Und die Nieren rutschen in dieser Faszie rauf und runter, während zum Beispiel die in Anführungszeichen Faszie der Leber, die Glissonsche Kapsel, die legt wie ganz, ganz eng am Organ an, in der Regel. Aber die Nierenfaszie hat eine Sonderfunktion. Und die, und deshalb, weil das so nah an der Wirbelsäule ist, müssen Sie sich mal vorstellen, 20.000 Mal am Tag macht es auf einer Seite so, 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 so. Und auf der anderen Seite passiert nichts. Können Sie darauf warten, bis der so ist? Und dann automatisch, weil wir die Augen horizontal halten. Jetzt, wenn Sie die Nackenprobleme behandeln, sind Sie völlig auf dem Holzweg. Ich nehme das mal als drastisches Beispiel. Ich habe einen guten Freund, bayerisches Urgestein, so eine Wampen, solche Schultern, Zahnarzt, der hatte immer wieder mal eine ganz, ganz schlimme Lumbalgie. Wir haben ihn immer behandelt, da war ich zufällig zu einem Kurs weggeschickt, zum jungen Kollegen. Er sagt, ja, da müssen wir sofort Kernspin machen. Man findet ein Riesensequester, L4, L5. Ja, da müssen wir sofort operieren. Den Sequester hat er schon 20 Jahre gehabt. Wirklich von hervorragenden Leuten in München, die ich beobachte, die ich bewundere in ihrer Arbeit an der Wirbelsäule, 3-mal operiert, er war immer noch so, hatte immer noch die Schmerzen. Mein Internist schaut mit dem Ultraschall nach und findet, er hat auf der einen Seite eine Doppelniere. Die andere bewegt sich 8 cm rauf und runter. Die Doppelniere hängt im Nierenfett fest und bewegt sich statt rauf und runter am Ende des Einatmens nach innen, verweilt da und wieder ein bisschen nach außen. Ich meine, ich traue mir es kaum sagen, aber es ließ sich mit einer manuellen Behandlung nach Baral aus der Welt schaffen. Und ich habe ihn 4 Jahre lang anschließend, jedes Jahr, wenn der Baral kam, im Januar zu einem Kurs, gebeten, dass er in den Unterrichtssaal kommt, ohne zusätzliche Behandlung, damit wir am Ultraschall zeigen konnten, wie beide Nieren sich rauf und runter bewegen und es mit den ursprünglichen Aufgaben vergleichen. Was jetzt meine eigentliche Spezialität ist in diesem Arbeitsgebiet, das ist, dass ich habe mich immer gefragt, es gibt Therapeuten, die sind sehr gut mit Gelenken. Dann gibt es Therapeuten, die sind sehr gut mit aufbauenden Übungen. Andere, die arbeiten mit dem Lymphsystem, andere auch mit dem Kraniosakralsystem. Das heißt, mir kommt es aber immer so vor, wie wenn man aus dem Orchester des menschlichen Organismus, man muss sich schon irgendwo spezialisieren zum Lernen, aber für die Arbeit ist es so, wie wenn ein Dirigent sagt, ich habe ein Orchester vor mir und ich dirigiere jetzt nur die erste Geige und die zweite Geige und schaue, dass die ganz rein spielen und ganz rein spielen. Oder ich dirigiere nur die Blechbläser oder nur die Holzbläser. Und der Edelmann, das ist ja ein Amerikaner, der 2-mal den Medizinnobelpreis gewonnen hat, der hat dieses schöne Bild gewählt, dass der menschliche Organismus ein Orchester mit vielen Stimmen ist.
Und dass man eigentlich schauen muss, wie diese Stimmen miteinander harmonisieren und dass das ganze Orchester eventuell sogar schlechter klingt, wenn man sich nur auf einzelne Stimmen konzentriert. Es ist schon recht, wenn die Geigen ein bisschen falsch spielen, sie dürfen nicht ganz falsch spielen, aber wenn die mit den anderen Instrumenten das einigermaßen wieder zusammenstimmt, dann ist es insgesamt der Gesundheit dienlicher. Und das ist das, so wie ich das bildlich gesprochen sehe, wie ich die Arbeit von dem großen französischen Osteopathen Barral sehe. Und man sollte sich wirklich nicht meinen, dass die Osteopathen seine Arbeit gepachtet haben. Seine Arbeit ist interessant für Gynäkologen, für Gastroenterologen, für Leute wie mich, die Rolfing machen, weil er einfach, glaube ich, der Einzige ist, der mir jedenfalls begegnet ist, der mit einem unglaublichen Forschergeist einfach immer wieder gefragt hat, was können wir im menschlichen Körper verfeinert behandeln mit unseren Händen, was bisher nicht behandelt wurde. Und da waren, wie sich dann jetzt eben herausgestellt hat, war eigentlich seine Arbeit mit den Organen, die wirklich revolutionär ist. Nur ein Beginn. Ich kann da noch ein zweites Beispiel nehmen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Hepatitis haben, ist es so, dass die Gleason'sche Kapsel bei verschiedenen Formen der Hepatitis durch das Ungleichgewicht des venösen Abflusses bei der Entzündung sich sehr verfasert. Auch die Bandaufhängung der Leber. Ja? Um ein einfaches Beispiel zu geben, wo haben wir denn jetzt den roten? Also wenn ich jetzt hier die Leber habe, gleich unter der Kala Stecker, da ist die Leber. Okay. Dann habe ich hier oben, habe ich auf der rechten Seite, habe ich das eine Ligamentum triangulare und auf der anderen das andere Ligamentum. In der Mitte, mit der Ausnahme des sogenannten Area Nuda, habe ich das Ligamentum coronare. Jetzt habe ich aber interessanterweise hier, Momentum minus zum Magen ist es nicht so wichtig. Von der Mitte geht hier ein Band nach unten zum Bauchnabel. Ja? Hier unten ist der Bauchnabel. Und dann haben wir hier unten aber, kommend von der Blase, wenn ich jetzt hier unten die Blase habe, hier wäre also die Pubic Symphysis, die zwei Knochenäste hier. Ja? Wenn die Blase voll ist, wie ein aufgehender Mond, kommt sie nach unten. Wenn sie leer ist, sinkt sie wieder nach oben, sinkt sie wieder nach unten. Interessanterweise haben wir aber hier eine bandähnliche Verbindung in drei Fasersträngen an der Innenseite der Bauchwand, die hier nach oben kommt und sich vereinigt mit dem Ligamentum falciforme. Ja? Das ist jetzt eine bandartige Verbindung, die von der Leber bis zur Blase runtergeht. Wenn jetzt die Hepatitis da war, können wir auch im Ultraschall nachweisen, ist es häufig so, dass die Leber in ihrer Bewegungsamplitude, so wie ich das vorher mit den Nieren beschrieben habe, die Amplitude wird geringer. Und die Leber sinkt ein bisschen nach unten und nimmt den ganzen Brustkorb so mit. Das Gegenteil ist der bayerische Blähbauch, jeden Abend 5 halbe Weißbier, der Kolon drückt gegen das Zwerchfell und die sind alle so. Aber wie gesagt, und dann meinen sie, die haben da hinten komprimierte Lendenwirbelsäule, das stimmt gar nicht, die haben nur einen Blähbauch, die haben einen gestauten Kolon, der ständig gegen das Zwerchfell drückt und deshalb lehnen die so nach hinten. Und bei der Leber ist es umgekehrt, die Lebererkrankungen, die führen den Menschen in sowas. Jetzt reagiert das Ligamentum falciforme und überträgt sich hier und das Absinken des Drucks, des Peritoneums, produziert einen ständigen Druck auf die Blase. Jetzt mein Vorschlag mit Hilfe zur Beckenbodengymnastik ist, in so einem Fall die Leber mit zu behandeln, manuell beweglich zu machen, damit Raum nach oben entsteht und nicht über den unteren Teil des Bauchfells ein ständiger Überdruck auf der Blase lastet. Das als wieder ein, neben der Niere als ein zweites Beispiel. Was jetzt aber das Ganze noch ein bisschen komplizierter, aber auch interessanter macht, ist das Folgende. Diese Organe schweben ja nicht im luftleeren Raum, sondern die sind alle in einem Container, in einer Körperhüllung, die einen bestimmten hydrostatischen Druck hat. Und dieser hydrostatische Druck, der wird in diesem Bereich vor allem von der Faszie eines ganz, ganz wichtigen Muskels beeinflusst. Und das ist der Transversus Abdominis, also der hier wirklich quer rüber geht und nach hinten bis zur Lendenwirbelsäule. Sie wissen, der Rectus, der geht von da darauf, die Faszien gehen aber wesentlich weiter, der Muskel endet hier, die Faszien gehen bis hier nach oben. Dann haben wir den Obliquus, externus und so weiter.
der sich hier oben im Serratus auf Höhe der sechsten Rippe verbindet. Aber der allerwichtigste ist der Transversus Abdominis, weil der mit seiner Faszie zusammen und mit dem Peritoneum überhaupt genügend das Peritoneum nach hinten gegen den retroperitonealen Raum hält, damit uns nicht ständig die Nieren in die Leisten rutschen. Leider ist es so, dass vieles, was ich in den Fitnessbetrieben sehe, Rektusstärkung, 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 je mehr wir, es ist viel wichtiger, den Transversus Abdominis zu aktivieren und das fordert natürlich viel mehr Wahrnehmung und viel mehr Geschicklichkeit und Vorsicht, als wie nur die äußere Muskulatur ständig zu betätigen. Die Faszie dieses Transversus Abdominis setzt sich sozusagen, diese Faszienschicht setzt sich dann im oberen Bereich fort im Brustkorb mit der Faszie des Transversus thoracis. Das heißt, wenn wir jetzt von hinten, schauen Sie mal, wenn wir von hinten aufs Brustbein schauen, da ist der untere Teil, da ist der obere. Ja? Also von innen, Sie sitzen hier innen drin in meinem Brustkorb und schauen nach vorne. Dann sehen Sie da von hinten das Sternum. Ja, da oben wäre dann das Schlüsselbein, rechts und links, und drunter wäre die erste Rippe. Ja? Sie schauen da drauf, da unten ist der Prozessus Sifoideus. Wenn Sie sich jetzt diesen Transversus, da unten endet der Transversus Abdominis mit zwei solchen Muskelbäuchen. Das sind immer so separate Muskelbäuche, die über die Faszie verbunden sind. Und der erste Muskelbauch des Transversus Thoracis, der ist horizontal und den kann man im Sektionssaal fast verwechseln mit dem von dem Bauchmuskel. Die grenzen aneinander. Aber je weiter man nach oben kommt, desto steiler wird der Winkel. Ja? Und dann ganz oben ist der Winkel sehr steil. Und im Alter ist es leider so, vor allem, wenn Sie Menschen mit so gebückten Haltung sehen, dann haben Sie hier oben kaum noch Muskelfasern. Das habe ich im Sektionssaal immer wieder feststellen müssen. Da sind nur noch sehnenähnliche Faszienfaserverdickungen, weil keine Muskelaktivität mehr bei der Atmung und bei der Lungenfüllung da ist. Das können Sie alle mit dem, was Sie wissen in der Physiotherapie, wunderbar helfen den Leuten, dass da wieder Leben reinkommt, bessere Bewegungsaktivität, eine Sensorik, eine Wahrnehmung, eine bessere Durchblutung. Das ist sozusagen die Fortsetzung des Transversus Abdominis. Wenn man das jetzt auf Faszienebene anschaut, sind es zwei Röhren. Und zwar das Bauchfell, ja, außenrum ist noch der Transversus Abdominis, und dann das Bauchfell. Es gibt aber ein viszerales und ein parietales. Und komischerweise finden wir in dem Viszeralen keine Nervenendigungen, sondern nur in dem parietalen Peritoneum. Und deshalb ist es oft so, dass man verspätet erst ein Geschehen, wenn das mit dem Druck von den Organen durch eine Erkrankung nach außen drückt, relativ spät erst die Schmerzsymptomatik auftritt, weil das viszerale Peritoneum keine sensorischen Nervenendungen aufweist. Nur das Parietale, das außen verläuft. Das ist wie so eine Trommel, wie eine Conga bei den Jazzmusikern. Also man muss sich das als sowas vorstellen. Nicht? Das ist also das Peritoneum ist vereinfacht gesagt sowas, aber mit vielen Unterteilungen und Faltungen, die bei der Schwangerschaft aufgehen und sich hernach wieder schließen sollten. Oben haben wir dann sozusagen, als Fortsetzung haben wir das Peritoneum, haben wir die endothorakale Faszie, ja? Das ist auch so ein Zylinder, und dann reingesteckt wie eine Röhre haben wir die Halswirbelsäule und da oben den Kopf. Nicht ganz so groß, aber wichtig. Und was wir uns jetzt vorstellen müssen ist, die große Gefahr, wenn wir Faszien behandeln, ist, dass wir am einzelnen Muskel kleben bleiben. Aber die Faszie beginnt nicht wie der Muskel mit Ursprung und Ansatz. Die Faszie ist ein endloses System wie Lianen im Dschungel. Und das macht die Arbeit damit so faszinierend, weil sie deshalb möglicherweise vom rechten Sprunggelenk aus die rechte oder sogar die linke Schulter behandeln können. Mit sehr viel Übung und Feingefühl und nötiger Selbstkritik bei der Beobachtung. Es ist ganz wichtig zu sehen, das Fasziensystem ist ein Endlos-System. Ich erinnere mich 2007, der Anfang von dieser ganzen Faszienmode war ein sehr interessanter Kongress am Harvard Medical Center in Boston. Und da hat der Professor Willard, das ist, also wenn Sie wirklich mal was Intelligentes über Anatomie lernen wollen,
dann lesen Sie Artikel von Frank Wheeler, weil ich finde Anatomie immer zum Sterben langweilig, aber das war, weil die Anatomie sich darauf, Frank Wheeler heißt er, spezialisiert, Sachen in Teile zu zerlegen und dem einen Namen zu geben und wenig Sinn für Zusammenhänge hat. Nur wenige Anatomen. Zum Beispiel der große Pernkopf, der leider ein furchtbarer Nazi war und deshalb sind seine Bücher nicht mehr im Druck, der hatte wirklich erstens hervorragende Illustratoren und zweitens, der hatte einen Sinn für Zusammenhänge. Also wenn Sie zum Pernkopf die alten Bücher irgendwo kriegen, die eben wegen seiner politischen, er hat keine Verbrechen begangen. Er hat, war halt ein begeisterter Nazi, Wiener, und hat die ganzen Juden dort rausgeegelt an der Uni. Aber seine Anatomie ist hervorragend. Ja? Und der Frank Willard, das ist ein Amerikaner, der ist Anatom, kein Osteopath, kein Arzt, sondern reiner Anatom. Und der hat gesagt, damals 2007, als ich auch da bei Harvard drüben war, dass der größte Fehler ist, dass man zum Beispiel sagt, das ist die Lendenfaszie. Wenn Sie jetzt im Sobota nachschlagen, dann finden Sie ein weißes Dreieck, so wie ein Tanga da oben, so ein brasilianischer Badeanzug, da oben über dem Sacrum. Und das nennt man dann die Lendenfaszie. Das ist aber ein völliger Schmarrn, weil die existiert in dieser Form nicht. Im Sektionssaal, wenn alles vertrocknet ist, bei den uralten Leichen aus dem Formalin, da schaut es so aus. Aber im Operationssaal schaut es völlig anders aus, wenn man da aufmacht. Und er hat es dann wunderbar demonstriert, dass es eigentlich nur eine thorakolumbale Faszie gibt, die aber auch eine Einheit mit den Faszien des Beines bilden. Und dann hat er da oben an der Leiche einen Schnitt gemacht und da einen Schnitt gemacht und da unten zwei Schnitte. Und dann hat er den ganzen Rücken so weggehoben wie ein Handtuch und uns gezeigt. Und es ist nicht auseinandergefallen in die einzelnen Unterabteilungen der Faszie, sondern das ist eine Einheit. Und genauso hat mir damals, ich weiß noch, als ich zusammen mit den Osteopathen immer beim Leichensezieren war, vor 10 Jahren beim Professor Breuel hier an der Uni, der hat immer gesagt, mich wundert, wieso ihr, also da lagen die toten Leute auf dem Bauch und wir haben den ganzen Rücken zerfieselt, stundenlang, 12 Stunden am Tag. Alle Kleinigkeiten des Fasziensystems und dann die Beine. Und dann hat er gesagt, ich verstehe nicht, wieso ihr als Osteopathen, wenn ihr Probleme mit Druck und Spannung im Rücken habt, wieso ihr alle den Rücken behandelt. Schaut euch das doch mal an, die Struktur, die Züge in den Faszien an den Beinen. Ihr solltet die Beine behandeln, aber nicht den Rücken. Das war übrigens das, was Dieter Wolf gesagt hat. Und das fand ich sehr interessant als Statement, also sowohl von Frank Willard als auch vom Münchner Anatom von Professor Breuel. Das, was das Fasziensystem so interessant macht, das sind die Zusammenhänge. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Wenn wir jetzt zum Beispiel da unten im Becken sind, wo wir waren. Nehmen Sie mal Steißbein. Das Steißbein spielt eine wichtige Rolle für den Tonus der Beckenmuskulatur. Geben Sie mir recht, stimmt das? Stimmt schon zu. Okay. Das Steißbein ist der einzige Knochen, bei dem im ganzen Organismus, außer den Handwurzelknochen, wo die Stellung wichtig ist. Zum Beispiel bei den anderen Wirbeln, das ist völlig wurscht, ob der ein bisschen nach links oder rechts, Chiropraktiker würden sofort protestieren, aber glauben Sie mir, das ist wurscht, ob der ein bisschen nach links oder rechts, die sind immer ein bisschen nach links und rechts rotiert. Und wenn Sie damit kämpfen, sind Sie beschäftigt für den Rest Ihres Lebens mit demselben Patienten. Bei der Wirbelsäule wichtig sind nur die beidseitigen Fixierungen, das sind echte Fixierungen. Aber die anderen, die kommen meistens von den Organen her. Und wenn Sie die Organe behandeln, wird der Wirbel anfangen, sich eleganter zu bewegen. Das Steißbein ist ein Sonderfall, ähnlich wie die Handwurzelknochen. Und zwar, weil das Steißbein, wenn Sie einmal drauffallen, das wird nie mehr von selber zurückkommen. Meistens passiert schon im dritten Lebensjahr, da fällt man immer wieder drauf. Das Steißbein ist ja meistens nach vorne und nach links und rechts fixiert. Und da gibt es ja präzise Tests dafür, wie man das feststellt und auch wie man das behandelt. Was jetzt aber interessant ist, nach meiner Erfahrung, ist in vielen Fällen die schnelle osteopathische rektale Korrektur, dass man das Steißbein elegant ein bisschen weiter nach vorne und dann wieder zurückbringt, oft nicht sehr dauerhaft. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum. Und ich glaube, der Grund ist der, dass wenn das Steißbein lange zur Seite und nach vorne war, die Faszienstruktur und der Muskeltonus im Beckenboden sich so verändert hat. Und nur dadurch, dass ich das Steißbein zurückhole, lernt der Beckenboden nichts Neues. Der kriegt zwar eine Orientierungshilfe, aber er lernt nichts Neues. Er muss lernen, mit dem neuen Steißbein umzugehen.
Ich habe deshalb angefangen, die klassische osteopathische Technik, nicht nur, weil manche Leute Scheu haben, das rektal gerichtet zu kriegen, das nicht wollen. Sagen, oh, der Urologe, der hat da schon so ein Eibord und das hat so wehgetan. Und mach es das nicht schon wieder. Ich habe mich bemüht, Techniken zu entwickeln, die sozusagen die Korrektur der Bandspannung kombinieren mit einem Art Erziehungsvorgang der unterschiedlichen drei Köpfe auf beiden Seiten der Beckenbodenmuskulatur. Sie haben drei wichtige auf der einen, drei auf der anderen. Und was wir versucht haben, ist zusammen mit Kollegen zu entwickeln, ist es, dass wir sozusagen, ohne dass wir rektal reingehen, dass wir seitlich vom Steißbein mit den Bandaufhängungen Kontakt aufnehmen, um am aufgestellten Oberschenkel schrittweise den Beckenboden sensorisch eine kleine Lektion erteilen. Und zunächst mit passiv geführten Bewegungen, das kann man dann mit Beckenbodentraining ergänzen. Das heißt, auch am, was ich meine als Beispiel, die Faszien sind ein übergreifender Ordnungsfaktor und Gliederungsfaktor, der auch für so ein einzelnes Gelenk wie für das Steißbein eine große Rolle spielen. Welche Rolle will ich noch an? Du, wie sind wir denn in der Zeit? Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten? Okay. Nochmal ein Beispiel. Ich habe ein wunderbares Originalbecken zu Hause. Das habe ich jetzt leider nicht mehr mitbringen können, es war so viel Verkehr. Ein Originalbecken einer Frau, das ist 100 Jahre alt, mit allen Bändern erhalten dran. Und da sieht man sehr, sehr schön, wie dieses Steißbein unten so eine zentrale Rolle spielt für die oben liegenden Iliosakralgelenke. Und zwar, weil das Steißbein, da gibt es ja unten jetzt diese schöne, also hier haben wir mal das Kreuzbein, ja? Und dann haben wir unten das Gelenk zum Steißbein. Wenn jetzt das Steißbein hier unten ständig nach vorne und zur Seite ist, von hinten schaut es so aus, zum Beispiel, ja? Schaut es von hinten. Von der Seite würde es so aussehen, dass wir hier oben das Kreuzbein haben von der Seite. Der extremste Fall, den ich gesehen habe, man konnte rektal, das Steißbein war so, und rektal war es nicht mehr möglich, zwischen Steißbein und Kreuzbein reinzukommen. Das habe ich nur einmal gesehen, aber ich habe es auch im Röntgenbild verifiziert und palpativ fixiert. Der Mensch hatte ein unmögliches Gestell, nur aufgrund dieser Tatsache. Und zwar, weil er durch einen Zug auf die ganze Dura nach innen geht, weil die Endfasern der Tura über das Hilum Terminale sich direkt mit der Knochenhaut des Steißbeins vereinigen. Wenn das jetzt so ist, wird das ganze Kreuzbein, also wenn Sie sich vorstellen, da, ich bin das Kreuzbein, gesehen von hinten, ich stehe hier unten auf meinem Gürtel, das Steißbein, das ganze Kreuzbein geht so. Ja? Jetzt sagen Sie, das eine Iliosakralgelenk ist immer zu, das andere ist auf. Dann machen Sie das eine auf, 2 Wochen später ist das andere zu. Sagen Sie, jetzt habe ich immer rechts da Schmerzen gehabt, jetzt habe ich es links. Solange Sie das hier unten nicht balancieren, ist alles, was wir hier oben, vergebliche Liebesmühe, genauso solange da oben die eine Niere nach unten abgesunken ist, können wir den Rücken und die Faszien der Muskeln des Rückens so viel behandeln, wie wir wollen. Das heißt, was ich Ihnen vorschlagen wollte, ich finde es wunderbar, dass Sie gekommen sind, so zahlreich und so Interesse für drei so unterschiedliche Menschen, wie uns drei aufgebracht haben. Aber was ich Ihnen vorschlagen möchte, beschäftigen Sie sich mehr mit den Faszien und seien Sie sich dessen bewusst, dass die Faszien ein ungeheuer sensibles Organ sind. In der Hüllschicht, in der Faszienhüllschicht eines jeden Muskels haben sie mehr sensorische Nervenendigungen wie im Muskel selbst. Das heißt, die Faszien sind, wie mein Kollege der Robert Schleip, der auch einer der ersten Rolfer war, neben mir in Deutschland gesagt hat, die Faszien sind eigentlich ein Sinnesorgan. Sie sind ein wirklicher Pfad der inneren räumlichen Wahrnehmung, der Orientierung, wie wir gehen, wie wir sitzen und stehen. Und sie sind nicht, wie man früher gemeint hat, ein Stützbindegewebe, das man nur wegschnippeln muss, damit man das Wesentliche sieht im Sektionssaal.
Und da hat sich sehr viel getan. Also wenn Sie sich dafür interessieren, ich will noch einmal sagen, dieses Buch, das heißt A Functional Atlas of the Human Fascial System von der Carla Stecco. Carla Stecco mit 2C. Dann schauen Sie sich das mal an. Ich weiß nicht, ob es unverschämt ist, wenn ich für mein eigenes Zeug noch Propaganda mache. Es gibt von mir noch ein Lehrbuch über Faszienbehandlung, das jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, unter dem Titel Faszien- und Membrantechnik. Das sind eigentlich Techniken, die ich selber in der Praxis erprobt habe, in dem Zwischengebiet zwischen der Arbeit von Ida Rolf und Jean-Pierre Barral, in diesem Zwischenfeld. Und da sind auch 20 kleine Videos drin, in denen die 20 wichtigsten Techniken, man kann sich dann ins Internet reinklicken oder es als E-Book kaufen. Die sind in dem Buch auch mit inbegriffen. Was es auch noch gibt, was ich Ihnen sagen wollte, es gibt eine Reihe von Lehr-DVDs über die Arbeit von Jean-Pierre Barral. Die können Sie hier, die können es auch im Internet nachschauen, im Internet bestellen unter dem Titel, wenn Sie www.baraltreatments einfach ins Internet gehen, www.baraltreatments.com oder Munich Group Media steht da drauf, können Sie sich ja anschauen. Also das ist jetzt aber genug der Verkaufsförderung für meinen eigenen Krempel. Was mir wichtiger ist, dass Sie sich die Augen offen halten für Ihre eigenen Ideen und für Ihre eigene Kreativität. Und wie gesagt, das Buch von der Carla Stecco, das neue Buch, das ist, glaube ich, eine Bibel, von der Sie viele, viele Inspirationen, obwohl das tote Körper sind, aber sind ganz frische Leichen und die sind so genial beleuchtet, dass man wirklich die Faszien so klar sieht, wie man selbst im Operationssaal oft nicht mitkriegt. Ja. Okay, jetzt danke ich Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so lange zugehört haben. Ja, bitte Schwind, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Es war jetzt der klassische Übergang eigentlich ärztlich, anatomisch, der Beckenboden der Frau, dann natürlich aus der Sicht eines Proktologen eine auch operative Betrachtung, wie schaut dieser Beckenboden aus, was können...